Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es mal wieder um einen gelösten Fall. Und zwar um den Fall der getöteten Anna Hauser. Dieser Filmfall wurde als Filmfall 3 in der Sendung vom 25. Oktober 1996 ausgestrahlt. Dies war die Sendung, in der auch der Fall Manuela Kreis ausgestrahlt wurde. Den Fall und die Auflösung des Falles, von der ich heute erzählen werde, ist ein Fall, der mir irgendwie immer in Erinnerung geblieben ist. Stattgefunden hat die Tat in Osnabrück und Tattag war der 14. März 1996 gegen 20 Uhr. Anna Hauser ging der Prostitution nach. In der Anmoderation des Falls ging Eduard Zimmermann noch einmal auf diese Tätigkeit ein, da sie ihrer Arbeit in einem Mehrfamilienhaus nachging. Er betonte, dass Anna aufgrund ihres Berufs in ihrem Umfeld nicht gemieden wurde, sondern beliebt war und als hilfsbereit galt. Weiterhin betonte er diesbezüglich, dass sich wohl auch in kleineren deutschen Städten sich einiges an der Moralvorstellung der Leute geändert hat. Wer so die älteren Folgen von Aktenzeichen Y kennt, der weiß, dass man sich in der Sendung immer mit solchem Umfeld oder Milieu sehr schwer getan hat, dies auch filmisch darzustellen. Teilweise wurde es sehr stark umschrieben und von daher dachte Ede sich bestimmt, es macht Sinn, da nochmal sowas anzubringen. Aber kommen wir zu dem Fall. Anna Hauser war 42 Jahre alt und gebürtige Österreicherin. Sie lebte und arbeitete aber bereits seit 20 Jahren in Osnabrück. Wer nicht weiß, wo Osnabrück liegt, das liegt in Niedersachsen und hat in etwa 160.000 Einwohner. So wie es in Aktenzeichen Y dargestellt wird und auch in späteren Berichten noch einmal bestätigt wurde, traf sie sich von montags bis freitags mit einem langjährigen Freund und Vertrauten zum Frühstück in einem Café. Ihre Wohnung, in dem sie auch ihre Dienste anbot, befand sich im westlichen Stadtrand von Osnabrück. So wurde es auf jeden Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung genannt und vermutlich in der Rehmstraße. Die Vermutung basiert auf eine kleine Information, die ich zu dem Fall im Internet gefunden habe. In der Aktenzeichen Y-Sendung und in der Doku bezüglich der Aufklärung wird die Straße nicht genannt. Allerdings taucht in der Darstellung bei Aktenzeichen Y ein Linienbus auf, der die Bezeichnung der Haltestelle Wüste hatte. Und diese Haltestelle ist in der Nähe der Rehmstraße. Und die Rehmstraße befindet sich im Stadtteil Wüste. Und der Stadtteil Wüste ist der bevölkerungsreichste Stadtteil Osnabrücks mit rund 14.650 Einwohnern. Er ist dicht besiedelt mit einer Fläche von 2,73 Quadratkilometern und damit der viertkleinste von Osnabrücks 23 Stadtteilen. Das nur nochmal nebenbei. Die meisten der Bewohner des Mehrfamilienhauses wissen, auf welche Art Anna ihr Geld verdient und stören sich nicht daran. Auffällig war ihr kleiner weißer Hund, mit dem sie oft in der Stadt unterwegs war. Das ist auch einer der Merkmale gewesen, weswegen sie in der Stadt eigentlich recht bekannt war. Und zwar jetzt nicht in der Richtung als Prostituierte, sondern einfach als eine Person, als eine Frau, die einen kleinen weißen Hund hatte und mit dem sie viel in der Stadt unterwegs war. Ihr Privatleben hat sie meistens außerhalb des Milieus gehabt. Ich glaube, eine Freundin hatte sie dementsprechend, wenn ich die Darstellung bei Aktenzeichen Y richtig verstanden habe, in dem Milieu. Aber ansonsten war sie immer außerhalb des Milieus unterwegs. Bei Aktenzeichen Y wurde der Hund übrigens als brauner Yorkshire Terrier dargestellt. Wie schon gesagt, war sie in Osnabrück sehr bekannt und hatte in ihrem Gewerbe auch viele Stammkunden. Seit einiger Zeit inserierte sie aber auch in entsprechenden Magazinen, um neue Kunden gewinnen zu können. Und zwar als Freizeitpartnerin Sabine.
In der letzten Zeit hatte Anna allerdings einige Probleme. Im Frühjahr 1996 bekommt sie Probleme bezüglich ihrer Arbeit, denn ein Zuhälter möchte sich um sie kümmern. Anscheinend, so laut der Darstellung bei Aktenzeichen Y, war dieser Mann mindestens schon einmal bei ihr. Aber da sie seit 20 Jahren ohne Zuhälter arbeitet, lehnte sie sein Angebot ab. Aber der Mann wollte dies anscheinend nicht akzeptieren. Gegenüber ihrem Freund und Vertrauten, mit dem sie morgens immer zusammen frühstückt, macht sie aber diesbezüglich keine Andeutung. Sie spricht mit ihm in dieser Zeit aber über ein anderes Problem, welches sie wohl verstärkt quält. Und zwar hat sie finanzielle Probleme. Anscheinend scheint sie von dem Geld, was sie zum Beispiel anderen Personen geliehen hat, es nur teilweise oder gar nicht zurückbekommen zu haben, ohne sich eigene Reserven zu schaffen. Sie wurde ja immer als sehr hilfsbereit beschrieben und das scheint dann auch in finanziellen Dingen so gewesen zu sein. Aber das Problem war wohl nicht nur, dass sie teilweise Geld verlieh und es dann nicht zurückerhielt, sondern auch, dass sie, seitdem sie über 40 Jahre alt ist, ihre Geschäfte schlechter gehen. Dies ist auch der Grund gewesen, warum sie dann in Magazinen inserierte, um neue Kunden zu bekommen. Denn von ihren Stammkunden konnte sie nicht mehr leben. Dies barg natürlich ein Risiko, vor allen Dingen, wenn man dann nicht mehr so wählerisch bezüglich der Kunden sein kann. Am 14. März 1996, dem Tattag also, gegen 20 Uhr macht eine Nachbarin eine Beobachtung. Sie bemerkt ein Fahrzeug, welches wohl vor ihrem Haus hält und aus der dann zwei Personen aussteigen. Vermutlich will zumindest einer der beiden zu Anna Hauser. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbergrauen Wagen mit einer auffälligen Verzierung oder Aufkleber auf der Motorhaube. So wird es in dem Filmfall beschrieben. Nur mal als kleine Randbemerkung wieder. Die Schauspielerin, die in diesem Filmfall die Nachbarin darstellt, war die gleiche Darstellerin, die Manuela Kreis im ersten Filmfall darstellte. Und zwar handelt es sich dabei um Sonja Reichelt, die lange Jahre für Aktenzeichen Y tätig war und die ich als Schauspielerin immer sehr geschätzt habe und auch noch schätze. Aber das auch nur nebenbei. So, dann machen wir weiter im Fall. Anna Hauser bekommt dann zu diesem Zeitpunkt Besuch von einem Gast. Vermutlich handelt es sich um einen der beiden Männer, die mit dem Auto vorgefahren sind. Der Täter, was vermutlich der Gast war, hat Anna Hauser damit 11 Messerstichen und auch ihren kleinen Hund Silly getötet und hat dann ihr Geldversteck geplündert. Soweit die Darstellung in dem Filmfall. Eduard Zimmermann geht dann in der Nachbesprechung direkt zu der Fragestellung über, ob dieser Raub dann der tatsächliche Grund für die Tat war oder ob es eventuell einen anderen Grund für die Tat geben könnte. Der zuständige Kommissar nennt 3 Möglichkeiten für die Tat. Einmal der in dem Film favorisierte Raubmord, dann ein Problem mit Zuhältern, welches auch in dem Filmfall zur Sprache kam, oder eventuell auch ein kranker Sexualtäter. Aufgrund der Darstellung im Filmfall konnte man aber davon ausgehen, dass der Raubmord deutlich favorisiert wurde und anhand der Spurenlage wohl auch am besten passte. Zu den Spuren gab der im Studio anwesende Kommissar an, dass der Täter einen Sohlenabdruck im Blut runterlassen hat und mit Hilfe des LKA Niedersachsens die Marke der Schuhe ermittelt werden konnte, die der Täter getragen hat. Und zwar handelte es sich um die Marke British Knights und das Modell Sling. Diese Marke, wie Ede bemerkte, war sehr selten. Die Schuhe waren in Schwarz und Weiß erhältlich. Sie waren deswegen so selten, weil sie in Deutschland nur in den Jahren 1991 und 1992 und zwar in einer kleinen Stückzahl von 1500 Paar verkauft wurden.
Ebenso ließ der Täter seine mit Blut verschmutzten Socken in der Wohnung von Anna Hauser zurück. Dann nannte Ede noch die Personenbeschreibung der beiden Personen, die von der Nachbarin gesehen wurden. Beide sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und vermutlich dunkle schwarze Haare gehabt haben. Dann geht der Kommissar noch einmal auf das Fahrzeug ein. Es soll sich um einen silbergrauen, viertürigen PKW mit einem Emblem, vermutlich einem Blitz auf der Motorhaube, gehandelt haben. Ich meine allerdings, dass der Wagen, der bei Aktenzeichen Y dargestellt wurde, einem Ford Capri sehr geähnelt hat. Wie und wann wurde Anna Hauser dann gefunden? Der Freund, mit dem sie jeden Morgen zusammen frühstückte, hat am Morgen des 15. März 1996 vergeblich auf Anna gewartet und geht dann zu dem Haus, in dem sie wohnt. Diese Informationen beruhen jetzt auf einer Doku von ZDF heute. Hier kommt dann auch in dieser Sendung noch einmal der Kommissar zu Wort, der auch in der Aktenzeichen Y-Sendung zugegen war. Zu diesem Video muss ich dann nochmal sagen, dass hier Ausschnitte aus Aktenzeichen XY in dieser Doku falschen Sequenzen zugeordnet wurden. Also mal wieder so viel dazu, zu der Sorgsamkeit und Liebe, wie beim ZDF da teilweise gearbeitet wird. In der Doku wird dann berichtet, dass der Freund die Wohnung betreten hat und er die tote Anna findet. Wie er die betreten hat, ob er einen Schlüssel hatte oder ob die Wohnungstür offen stand, wird leider nirgendwo erwähnt. Und in dieser Doku wird dann erzählt, dass Anna sehr massive Verletzungen hatte. In der Aktenzeichen Y-Sendung wurde es so dargestellt, als wenn sie mit einem Blumentopf niedergeschlagen wurde, und dann wurde gesagt, dass sie an 11 Messerstichen starb. Aber sie hatte nicht nur Messerstiche, sondern auch Verletzungen durch Tritte, und man hatte versucht, ihr das Genick zu brechen. Es wurde dann im Folge der Ermittlungen Speichelproben von mehreren hundert Personen genommen. Aber bei keinem der überprüften Männer stimmte die DNA mit der DNA überein, die in der Wohnung von Anna Hauser gefunden wurde und vermutlich dem Täter zuzuordnen war. Dazu muss man anmerken, dass die DNA-Technologie 1986 noch am Anfang stand. Vermutlich handelte es sich bei den Personen, die diese Speichelproben abgeben mussten oder abgaben, um Kunden von Anna. Aber das wurde aus der Doku nicht ganz klar. Die Spur einer Tat wegen eines Zuhälters, der Kontrolle über sie bekommen möchte, wurde wohl auch weiter verfolgt, aber ergab auch keine neuen Erkenntnisse. Da die Polizei da nicht weiterkam, wandte man sich dann an Aktenzeichen Y. Und noch während der Sendung rief eine Gastwirtin aus Osnabrück an und teilte interessante Beobachtungen mit. Diese Beobachtungen bezogen sich auf einen jungen Mann, der nach der Tat im Bekanntenkreis verdächtige Bemerkungen zu diesem Fall gemacht hatte. Und zwar handelte es sich dabei um Julian F. Dieser war zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt. Und im Zuge von Julian F. rückt für die Kripo dann allmählich auch ein Bekannter des Jugendlichen in den Blickpunkt. Und zwar der damals 19-jährige Ingo K. Natürlich wurden von den beiden auch Speichelproben genommen. Und im April 1998 gab es dann vom LKA eine Rückmeldung über die DNA-Überprüfung. Und zwar hatte es einen Treffer gegeben. Und dabei handelte es sich um Julian F. Dieser versuchte dann bei der Festnahme zu flüchten. Allerdings misslang ihm dies. Der Kommissar berichtete in der Doku dann, dass Julian in der Vernehmung trotz der massiven Beweise entspannt, um nicht zu sagen sogar arrogant war. Im Nebenraum wurde dann Ingo K. als Zeuge vernommen. Aber dieser legte dann ein Geständnis ab.
Und zwar soll die Tat dann wie folgt abgelaufen sein. Julian begab sich dann als Gast oder als Kunde in die Wohnung von Anna. Wie in der Darstellung bei Aktenzeichen Y bat sie ihn dann zunächst darum, seine Schuhe auszuziehen und verlangte dann 100 D-Mark für ihre Dienstleistungen. Und damit hat sie ihm dann auch praktisch ihr Geldversteck verraten, welches sie laut der Darstellung bei Aktenzeichen Y in der Küche hatte. Und genau darauf hatte er es abgesehen. Er wollte herausfinden, wo sie denn ihr Geld aufbewahrt. Zuerst begeht Julian die Tat alleine. Aber dann eilt Ingo hinzu. Ob dementsprechend Julian Ingo um Hilfe gerufen hat oder ähnliches, das konnte ich leider nicht herausfinden, aber auf jeden Fall ist er hinzugeeilt. Vielleicht hat er auch dementsprechend vor der Wohnungstür gewartet oder im Treppenhaus. Beide zusammen haben dann Anna und ihren Hund getötet. Aber warum haben die beiden die Tat begangen? Sie gaben an, Softdrogen konsumiert zu haben und benötigten Geld. Sie gingen dann davon aus, dass bei Anna mehrere tausend Mark zu finden wären. Vermutlich hat es damit zu tun, dass Anna wegen ihres Gewerbes in der Stadt bekannt war und man eben daraus vermutete, dass sie deswegen vermögend sei und wohl große Umsätze machte. Und dass sie dann, wenn sie ihre Kunden hat, das Geld natürlich nicht regelmäßig zur Bank bringt, sondern dann dementsprechend zu Hause hat. Allerdings betrug die Beute dann tatsächlich nur etwas über 200 D-Mark, die sie in ihrer Kasse hatte. Und dabei darf man nicht vergessen, dass zuvor Julian auch 100 D-Mark bezahlt hatte. Also unterm Strich war die Beute knapp über 100 D-Mark. Im Dezember 1998 werden die beiden dann vor der Jugendkammer des Landgerichts Osnabrück verurteilt. Ingo wurde zu 7 Jahren und 6 Monaten Jugendhaft verurteilt. Julian wird zu 8 Jahren verurteilt. Auch weil er bereits mehrere Gewalttaten begangen hatte und deswegen verurteilt wurde. Das heißt, die beiden sind bei vollständigem Absitzen ihrer Strafe bereits 2006 bzw. 2007 wieder auf freiem Fuß gewesen. So, meine Freunde, das war der Fall und die Auflösung. Ich denke mal, der eine oder andere kann sich noch an diesen Fall erinnern. In dem Fall war halt sehr prägnant der Hund Silly dargestellt. Der war halt ziemlich häufig im Bild und deswegen konnte man sich bestimmt oder kann man sich bestimmt an den Fall erinnern. Was in dem Fall halt auch immer sehr auffällig war, ist, dass dort halt relativ wenig gesprochen wurde von der Sprecherin oder von dem Sprecher von Aktenzeichen Y und viele Sequenzen auch tatsächlich ohne irgendwelche Worte waren. Also da haben die Schauspieler auch dann nicht gesprochen. Das war relativ auffällig. Fiel mir jetzt im Nachhinein nochmal bei der Durchsicht des Filmfalls auf. Ja, wenn man sich das natürlich jetzt anschaut, dass ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger jemanden umbringen und dann ich auf diese massive, brutale Art und Weise, also wir müssen uns das nochmal vor Augen führen, Messerstiche, Tritte und man hat versucht, ihr das Genick zu brechen. Also ich vermute mal fast, dass die beiden zum Zeitpunkt noch in irgendeiner Art Rausch gewesen sein müssen. Ansonsten ist so eine Brutalität für so ein Alter für mich schwer vorstellbar. Wobei natürlich der Julian ja schon gewisse Straftaten im Gewaltbereich begangen haben soll. Allerdings kann man natürlich nicht herausfinden, wie massiv damals die Gewalttaten waren. Gut, das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf
und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!